Produktives Arbeiten am Schreibtisch ist bei vielen von uns in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Und genauso wichtig wie der richtige Computer ist auch der passende Monitor. Die Auswahl ist wirklich riesig, man kann schnell den Überblick verlieren und im schlimmsten Fall eben auch eine falsche Kaufentscheidung treffen. Ich kann euch eure Kaufentscheidung zwar nicht abnehmen, euch aber trotzdem eine Kaufempfehlung aussprechen. In der letzten Zeit habe ich nämlich mit dem BenQ PD3420Q, einem 21:9 Ultra Widescreen Monitor, zusammengearbeitet, welcher vor allem in Kombination mit einem MacBook sehr gut geeignet ist. Und wir schauen uns heute mal an, wie der sich so im Multitasking geschlagen hat, aber auch vor allem bei Final Cut und auch allgemein, wie die Konnektivität in Kombination mit meinem MacBook ablief. All das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Viel Spaß dabei. Bevor es jetzt aber zu den erwähnten Themen geht, gibt es vorher noch mal ein paar allgemeine Informationen. Der PD3420Q hat, wie man es auch schon im Namen vermutet, 34 Zoll Diagonale und einen 21:9 Ultra-Wide-Flatscreen. Dazu gesetzt sich dann auch noch VESA HDR 400 und eine sehr, sehr genaue Farbwiedergabe. Genau das ist nämlich auch eine der Stärken des Monitors, weswegen er sich eben perfekt für visuelle Anwendungen eignet, wie eben zum Beispiel Final Cut. Bevor wir jetzt zu den Mac-Friendly-Features kommen, wollte ich auch noch erwähnt haben, dass mir der Blickwinkel bei dem Monitor unglaublich gut gefällt. Man merkt einfach allgemein, dass hier viel Wert auf eine getreue Farbwiedergabe und allgemein auf ein sehr hochwertiges IPS-Panel gelegt wurde. Das spiegelt sich dann auch im Preis von ungefähr 899 Euro wieder. Der Monitor richtet sich gerade an Personen, die sehr produktiv damit arbeiten möchten, visuelle Anwendungen nutzen und allgemein einen zuverlässigen Monitor in Kombination mit ihrem Mac brauchen. Gerade für MacBook-User wie mich ist der PD3420Q nämlich ein richtig praktischer Monitor, da er mit einigen Mac-Friendly-Features zu euch kommt, die die allgemeine Bedienung und den täglichen Workflow nochmals verbessern können. Um genau zu sein, wird das Ganze MacBook-Mode genannt und ein großer Vorteil daran ist schon mal, dass ihr euer Gerät also einfach anhand eines einzigen USB-C-Kabels mit dem Monitor verbinden könnt, gleichzeitig Bild habt, aber gleichzeitig auch mit bis zu 65 Watt Output euer MacBook aufladen könnt. Und da der Monitor eben auch noch einen integrierten USB-Hub hat, habt ihr noch weitere Anschlussmöglichkeiten, die man nutzen kann und aufgrund der USB-C-Verbindung könnt ihr dann auch Audio, Video und allgemein Daten transferieren bzw. übertragen. Ebenfalls sehr cool ist, dass der Monitor auch mit einer sehr akkuraten Farbsynchronisation kommt, weswegen er die Farben meines MacBooks auch sehr genau wiedergeben konnte. In der Vergangenheit war das nämlich immer ein größerer Nachteil bei externen Monitoren. Die hatten einfach nicht die Chance, das gleiche Bild in der gleichen Qualität mit den gleichen Farben anzuzeigen, wie es das MacBook getan hat. Der Monitor hier, der kriegt das schon richtig gut hin. Um den Workflow jetzt auch nicht weiter zu unterbrechen, gibt es auch noch den sogenannten Hotkey-Puck und über diesen möchte ich jetzt auch noch mal kurz sprechen. Der wird nämlich direkt an den Monitor angeschlossen und gibt euch daraufhin die Möglichkeit, sämtliche Einstellungen darüber treffen zu können. Ihr müsst also in Zukunft dann nicht mehr hinten an den Monitor wie so eine Blindschleiche rangreifen und hoffen, dass ihr den richtigen Knopf trefft. Nein, ihr habt eben diesen Hotkey-Puck, welcher sehr schick aussieht und eben alle Einstellmöglichkeiten euch bietet. Zum einen lassen sich darüber zum Beispiel die Display-Modi einstellen. Ihr könnt aber auch in den Monitoreinstellungen dies ändern und zum Beispiel den Input darüber auswählen. Allgemein muss ich sagen, dass es mit so einem Hotkey-Puck deutlich mehr Spaß macht, Einstellungen anzupassen und man sich dadurch auch ein bisschen mehr reinfuchst, um so das richtige Setup für sich zu finden. Und ich würde mir auch wünschen, dass andere Monitore sich mal so ein Ding hier zulegen. Ultra-Widescreen-Monitore sind ja in den letzten Jahren immer beliebter geworden und das hat mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe ist aber wohl, dass ihr dadurch eben eine Menge Platz, unnötig viele Kabel und auch Strom spart, denn aufgrund seiner Breite habt ihr so gesehen zwei Monitore, aber in einem, denn ihr könnt mit Sicherheit zwei Felder groß auf dem Monitor gleichzeitig anzeigen. Ich habe das zum Beispiel immer gerne beim Skripteschreiben verwendet und so eben auf der einen Seite mein Skript geschrieben und auf der anderen Seite dann einfach Musik laufen lassen oder auch ein YouTube-Video oder ähnliches. Das ist für den Monitor nämlich gar kein Problem, weil beides eben easy hier genug Platz findet. Das gilt jetzt nicht nur für die Anwendung, sondern eigentlich für alle Anwendungen, die ihr eben so auf eurem Gerät nutzen könnt. Ich hatte immer genug Platz für mindestens zwei Fenster und das hat eben das Multitasking schon um einiges erleichtert, zumal ich ja mein MacBook auch noch direkt daneben stehen hatte und da theoretisch auch noch was öffnen kann. Einen noch viel größeren Mehrwert hat mir aber dann der Monitor in Final Cut beschert. Das nutze ich eigentlich täglich und dabei kann man eigentlich nicht genug Arbeitsfläche haben, denn gerade die Timeline, also der Bereich, in dem dann alles gecuttet wird, Effekte hinzugefügt werden, der Ton angepasst wird und so weiter, nimmt in der Breite sehr viel Platz weg und dafür ist so ein Ultrawide-Monitor einfach absolut Gold wert. Denn die Timeline hat dadurch eben ohne Probleme aufs Display gepasst. Ich musste jetzt nicht immer hin und her wischen und konnte direkt alles auf Anhieb finden, eingeben, anwenden und so weiter. Und genau das ist ja auch das Hauptgebiet des PD3420Q. Kreative Anwendungen machen auf dem Teil richtig viel Spaß. Auch zum Beispiel Pixelmator Pro, womit ich ja meine Thumbnails immer bearbeite, sieht einfach richtig cool aus auf so einem großen Display und vor allem eben diese super, super getreue Farbwiedergabe,
die ist auch einfach sehr wichtig und bringt viele Vorteile mit sich, wenn man die eben direkt in Final Cut anwenden muss und dafür nicht noch einen Monitor braucht oder das alles aufs MacBook rüber switchen muss oder ähnliches. Dementsprechend fällt mein Fazit durchaus positiv aus. Der Preis ist zwar nicht gering, aber bringt in meinen Augen einen sehr hohen Mehrwert mit sich. Gerade eben für MacBook-User, ich habe es ja erwähnt, ist der Monitor wirklich perfekt. Mein Workflow wurde dadurch tatsächlich massiv verbessert und die Farben sind auch perfekt für den Videoschnitt dargestellt. Der Hotkey-Poker erleichtert die Bedienung vor allem und das eine Kabel für die Stromversorgung, Datenübertragung und so weiter sorgt einfach für einen sehr cleanen Schreibtisch, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, dort findet ihr den Link zum Monitor. Ich hoffe, euch hat mein Review zu dem PD3420Q gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.